Dann sage ich nochmal Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosoc, the Kerber Space Programm, für die jetzt sozusagen frisch dazugeschaltet hatten oder zwischendurch wieder eingeschaltet haben oder sonst wie auch immer. Und was da gerade gewässert hatte, war unsere kleine Zubringerstufe. Ich muss mal sagen, das sah gerade geil aus, weil so Wessel des Träubler sowieso, okay. Ja, das ist dann manchmal so. Gut, wir schalten wieder um auf die Camera 3, da sehen wir es. Hier irgendwo ins Wasser ist es gewässert und da haben wir dann die Meldung. Haha, die Skipper bla sowieso ist weg und das ist alles weg. Das heißt, wir gehen jetzt ins Space Center und werden jetzt Dingens machen, die zweite Stufe hochbringen, also die zweite Seite hochbringen. Also versteht schon, was ich meine. Hoffe ich zumindest. Noch mal ganz kurz was überprüfen, bevor ich weitermache. Kurz mal was schauen. Ich muss mal was schauen. Bin nämlich immer neugierig. Und zwar... Nö, nichts Besonderes. Okay, kann ich wieder zumachen. Haben wir mal ganz kurz geguckt, ob ich La-News habe. Ich habe keine La-News, also können wir weitermachen. Warum gehe ich jetzt auf die Tracking Station? Ja. Nennen wir das mal Fehler im Kopf. Gut, wir gucken dann, wenn wir schon mal in der Tracking Station sind, gucken wir uns nochmal kurz an, was wir erreicht haben. Wir gehen jetzt zu der Van Braun, gucken uns die Van Braun einmal an. Und kicken mal, wie es der Van Braun so geht. Die Van Braun. Loading, loading, loading. Ja, was ist los? Loading, loading, loading. Da haben wir sie. Van Braun, da ist sie. Und da sind die Module jetzt dran, ne? Die Module spielen verbrückt. Ja, das Schöne ist, wenn die Van Braun nachher fertig ist, dann werde ich die Van Braun normal ausrichten, sodass sie sozusagen zu dem Polarachse parallel steht. Und dann hat man sozusagen... Na, ihr werdet schon gleich sehen, was ich meine. Also, das mache ich nachher. Also gut. Wir gehen ins Space Center und werden jetzt die weiteren Hotelmodule nach oben bringen. Dann machen wir mal. Schwuppdiwupp, da haben wir es auch schon. Die Hotelmodule. Da laden wir das hier mal. Lade, lade, Ladescreen. Und dann kicken wir mal, wie schnell der Ladescreen hier mal durchlässt. Ist ja auch mal so eine Geschichte. Da haben wir es. Das heißt, wir loaden. Lode, lode, lode. Und zwar loaden wir A, B, C, D, E, F, G, H, wie Hotelzubringer. Da haben wir den auch schon. Loaden den mal. Ich schaue mal sicherheitshalber in eine Crew rein. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Das ist so. Da muss man aufpassen wie die Hölle. Ja, da muss man aufpassen wie die Hölle. Da. Jebediah, die alte Bumsebiechne, die setzt sich einfach da rein. Nein, du setzt dich da nicht rein. Das Ding geht unbemannt hoch. Du machst jetzt keinen Urlaub. Wäre ja auch noch schöner, wenn er jetzt da oben Urlaub macht. Ja, wie man hier aber sieht, habe ich ganze Menge Charaktere mit Sterne, Sterne, Sterne. Das kommt durch das Van Braun Projekt, weil die so viel geforscht haben und gemacht haben ohne Ende. Ich bin ja so glücklich. Und für die nächsten kommenden Projekte wird es sowieso nochmal lustig. Ich habe ja so einiges vor. Ich habe echt so einiges vor. Da will ich jetzt nicht so viel spoilern. Gut. Jedenfalls ist der erstmal rausgeschmissen. Das heißt, wir gehen wieder auf Launchpad. Und kicken mal, dass wir auf den Launchpad das hinkriegen, was wir hinkriegen wollen. Ne, was los? Laden. Schön. Gut, da steht unser schönes Gerätle. Frisch und munter. Wir machen einmal Target an. Wir gehen wieder auf 100% wie gewohnt. Wir zünden einmal und gehen einfach mal nach oben. Ja. Das ist so unser Standardmanöver. Ganz ohne Mesh-Up. Yes. Und der brennt und brennt und brennt. Wir haben gleich 200 Meter pro Sekunde. 250 gleich. Jetzt gehen wir langsam runter mit der Leistung. Und immer weiter runter mit der Leistung. Wir haben so leichte Atmosphäreneffekte gerade gehabt. Bin ein bisschen spät runtergegangen mit der Geschwindigkeit.
Aber man möge mir manchmal verzeihen. Manchmal denke ich so, wow, geil, ich muss richtig Action geben. 290, jetzt gehen wir mal definitiv runter. Möchte nicht über 300 kommen, wenn ich unter 20.000 Meter bin. Das möchte ich nicht. Auf keinen Fall möchte ich nicht. Das wollt ihr auch nicht. So, 300, da haben wir sie ganz kurz gehabt. Da hatten wir ganz kurz die 300. Und wir haben ja leichte Steigerung. Wir gehen nochmal kurz runter mit dem Schub. 298,1. Das ist alles ganz schick. Die Parameter sauber, sauber, sauber. Nochmal ein bisschen. Okay. Wir haben gleich unsere 20.000. Und da haben wir sie auch schon. 20.000 erreicht. Wir gehen jetzt in den 90 Grad Winkel runter. Und wenn wir den 90 Grad Winkel erreicht haben, dann warten wir wieder, bis die Twin Boars alle sind. Dann müsste dann jetzt jeden Moment passieren. Wir können ja mal hier Licht anmachen. Yeah. Dann könnt ihr ein bisschen mal was sehen. Gut. Twin Boars laufen. Twin Boars sind gleich alle. 34.000 ist die APO. Wir gehen jetzt ein bisschen wieder höher mit der Leistung. Wir gehen auf 50% Leistung jetzt. Machen wir jetzt ein klein bisschen anders. Wenn man jetzt nochmal eine kleine Variation reinbringen. Ja. Bin wieder da. Willkommen zurück, Jojo. Ja. Wunderbar. Leistung läuft. Und wir haben schon mal Orbit-Parameter. 40.000. Da die APO aktuell 37.000, Abstand 38 Sekunden. Das sieht alles sehr schön aus. Das können wir so nehmen, wie es ist. Okay. 50.000, 42.000, 50 Sekunden Diskrepanz. Passt jetzt schon, schöner Abstand. 55, 56, gleich 60.000 zu 46.000. Eine Minute Abstand. Ja, können wir so nehmen. Ich werde jetzt direkterweise ein bisschen höher boosten, weil wir müssen ja sowieso auf 150.000, damit wir eine höhere Amplitude haben. Die Amplitude ist mir sonst echt zu gering. Und die gefällt mir gar nicht, die Amplitude sonst. Ich will da ein bisschen Freiraum haben. Ihr versteht schon, was ich meine. Das Übliche halt, ne? Man kennt es ja. So, 100.000... Und jetzt gehe ich mit der Leistung ein bisschen runter. Wir schwenken jetzt die komplett Pro Gator ein. Und lassen den mal so ein bisschen kommen. Und jetzt lassen wir ihn mal hängen. Das heißt, jetzt können wir schon wieder die Solarzellen rausklemmen. Wenn ich sie finde. Da sind sie. Einmal eine Solarzelle, danke. Extender Panel, danke. Und auf der anderen Seite der gleiche Schauspiel, Extended Panele. Danke, wunderbar. Gut. Ja. Es sieht schon cool aus, das Ding. Jetzt sind sie schön gerade draußen, weil sie nicht nur ausrichten konnten. Aber durch die Beleuchtung von der Beleuchtung... Okay, darf ich nochmal sagen? Durch die Beleuchtung von der Beleuchtung... Oh Gott. Ich müsste irgendwann mal so ein Phrasenschwein haben. Da bin ich irgendwann ein Millionär. Ja, jedenfalls durch die Beleuchtung der Beleuchtung sind die Solarzellen beleuchtet. Das Doofe ist, kriegen die Strömling? Durften kein Strömling kommen, nee. Theoretischerweise müssten die Strömling bekommen. Auch wenn das nur ganz minimal ist. Aber es ist kein Puberto Dobomobile. Das ist es nicht. Man hat ja immer diesen Energieerhaltungssatz und immer Verlust bei der Umwandlung von Energie. Ja, das ist das Problem. Gut, eine Minute noch was. Das heißt, wir gehen etwas in den Time War. Lassen ihn mal warpen. Wir scheinen etwas Lichtkontakt zu haben. Jedenfalls haben die Solarpanels, die sich gerade gedreht. Davon haben wir Lichtkontakt. Ja, das heißt, wir kriegen jetzt definitiv Strömling rein. Wir fallen wieder. Ich habe zu lange gewartet. Manchmal bin ich auch ein bisschen schubidubi. Das heißt, wir werden jetzt hier brennen, werden die Peri hochbrennen. Die wird uns gleich leer sein.
Ah, kriegen wir den noch positiv? 200. Mhm. Okay. Die fällt dann sauber runter. Schön. Hoppala. Was ist denn jetzt los? Was habe ich denn jetzt für ein blödes Manöver? Ah, ich sehe schon. Ich habe die total hoch gedrückt. Eieieiei. So. Warpen wir mal dahin. Halt. Nein, 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 nein. Was ist los? Das ist blöd. Scheibenkleister. 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 Das ist doch gar nicht schön. Jetzt habe ich aber ganz großen Blödsinn gebaut. So. Alter Falter. Das hätte echt ins Auge kriegen können. Jetzt habe ich aber echt Blödsinn gebaut. Seht ihr das? Ja, ja. Jetzt habe ich aber echt Blödsinn gebaut. Eieieiei. Was ist passiert? Ja, ganz einfach. Ich habe beinahe wieder Luftkontakt gehabt. Und ich wollte keinen Luftkontakt haben. Das wäre übel geworden. Naja. Aber na gut. Das sind die Schusseligkeitsfehler, ja, wenn man sich nicht konzentriert. Also, liebe Leute, immer konzentriert bleiben. Ja? Gut, wir gehen pro Gate. Pro, pro, pro. Das heißt, das drücken wir so hoch auf 200 Kilos. Ist nicht viel Brennung. Was soll's, dann haben wir einen, naja, da haben wir eine sehr hohe Amplitude und naja, was soll's. Amplitude 231, Spritti haben wir, also daran soll's nicht scheitern, ne? Gut, bisschen näher an die AP ran, danke. Eine gewisse Genauigkeit möchte ich trotzdem haben, auch wenn ich so viel Mist baue. Auch wenn ich so viel Mist baue. So, okay. Gut, haben wir. Soweit sind wir schon mal safe. Das heißt, ich möchte ein Manöver adden. Das Manöver heißt, bitte bremsen Sie ab. Warte mal, ich mache erstmal Fokus. Fokus View. Bitte beachten Sie den Fokus. Halt. Die Morningstar ist das? Nee, die will ich nicht. Die haben, ich will die Van Braun. Set Target als Van Braun. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier haben. Wie sieht's denn da aus? So sieht's aus. Oh, das sieht sogar verdammt gut aus. Das sieht sogar... Oh, da kriegen wir mehr Abstand. Das ist aber nicht so gut. Das ist aber nicht so gut. Okay, das heißt, wir werden einmal, paar Mal warpen müssen. Das heißt, einmal, zweimal... Ey, hallo? Oh, ey, komm. Nochmal so. Nein, ich will die nicht als Target setzen. Krieg ich den jetzt ran, bitte? Da ist er zu viel. Da ist er besser, da nehmen wir ihn. Gut, dann warpen wir das mal. Wir warpen 4 Stunden. Warp to next Manöver, danke. Lassen wir den mal warpen. Hier oben dürfte er sogar recht gut warpen. Naja, es geht so. 4 Stunden, eieieiei. Hätte man noch eine höhere Amplitude. Wären wir im nächsten Bezugssystem. Jetzt sind wir ja auf 150. Naja. Dann hätte man eine höhere Warpgeschwindigkeit. Na egal. Das passt schon. Das kriegen wir hin. Ja. So ist das dann. Okay. Jetzt sind es noch 3 Stunden. Ah, das Warpen müsste schneller gehen. Wäre schon schön. Aber naja. Naja, es passt schon. Dip, 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 dip.